Dieses T-Shirt, was Sie auch, also diesen Spruch oder was Sie auch hinten mir sehen, das ist schon länger modern und es gibt eine Kontroverse, die in letzter Zeit wieder aufgetreten ist und das ist ganz interessant, von Law Students mit ihrer Professorin. 2016 haben Concerned Law Students und ihre Professorin für Verfassungsrecht, Patricia Leary, an der amerikanischen Law School, die dieses T-Shirt im Rahmen eines Unterrichts getragen hat, gesagt, das fänden sie nicht richtig, das T-Shirt sei inappropriate und ein unnötiges Statement, das hätte keinen legitimen Platz in der Institution einer Law School, einer Universität. Worüber und warum sei das so? Ganz am Ende sehen Sie das. It should be abundantly clear that all lives matter. Patricia Leary, und Sie sollten das wirklich googeln, weil es ganz spannend ist. Patricia Leary hat geantwortet in zwei Teilen. Erster Teil inhaltlich, zweiter Teil eine stilistische Kritik, was die Argumentations- und Methode betrifft. Großartig. Ich konzentriere mich auf einen Teil des Inhaltlichen. Und sie sagt, eure Prämisse ist, dass es ein Wort nur Black Lives Matter gäbe. Sagt sie, diese Prämisse ist falsch. Denn es gibt eine Differenz zwischen Fokussierung und Exklusion. Was sie macht, wäre Fokussierung betreiben, gerade im Kontext einer Veranstaltung, wo es im Criminal Procedural Law in Amerika um die Ausübung von Rechtsdurchsetzungen im Rahmen von Polizei und Staatsanwalt etc. geht. Und dann weist sie auf was anderes hin. Ja? Es gibt noch was anderes, was zählt: Fokussierung und Kontext. Und diese Kontextualisierung, die möchte ich gerne hier ein bisschen in meinem kurzen Impulsvortrag vorstellen. Erstens, Rassismusbegriff. Amadou hat vorhin schon von Whiteness als der zentral gesetzten Norm gesprochen. Ich glaube, das ist wichtig, weil wir in Deutschland, und wir sehen es gerade wieder bei Kollegen Seehofer, wir haben immer ein sehr enges Verständnis des Rassismusbegriffes. Das enge Verständnis ist, das ist was Böses, das ist was mit Animus, das ist etwas, was man bewusst macht. Das ist also etwas, wo man ganz klar Gut und Böse trennen kann. Das ist das Rassismusverständnis, was in unseren Köpfen ist. Und das ist natürlich problematisch. Sozialwissenschaftlich ist ganz ein anderes Rassismusverständnis, sondern sozialwissenschaftlich ist Rassismus ein Machtverhältnis. Ein Machtverhältnis, das an bestimmten Kategorien strukturiert ist und orientiert ist. Das, glaube ich, müssen wir erstmal auch juristisch begreifen. Wir müssen, das ist aus dem Aufsatz von Liebscher, der schon ein bisschen älter ist. Ja. Was wir auch sehen müssen, und das ist ein Ausschnitt aus einem Artikel, den ich Ihnen gleich zeigen würde, vom Wochenende der New York Times, wo Isabel Wilkerson sehr, sehr lange einen Artikel geschrieben hat über America's Enduring Caste System, also ein Kastensystem, und wo sie den Rassismusbegriff zurückführt auf eine soziale Hierarchisierung. Und Rasse und rassistische Zuschreibungen sind ein zentraler Punkt davon. Nicht der einzige, aber ein ganz wichtiger. Und es geht eben sozusagen um das Vorenthalten von Respekt, Status, Ehre, Aufmerksamkeit, Privilegien, Ressourcen, Vorteilen. Aufgrund einer zugeschriebenen Orientierung, einer zugeschriebenen Status in der Gesellschaft. Und dann ist der zentrale Satz: Caste is insidious and therefore powerful because it is not hatred. Es geht also nicht um den bewussten Rassismus als Hass, sondern als etwas Unpersönliches, ja, als etwas, was in die Gesellschaft eingewoben und eingegraben ist. Als, und das ist auch wichtig, auch mit dem Stichwort, das Amadou vorhin gemacht hat, Stichwort Racial Profiling: Unthinking Expectations und bestimmte Verhaltensmuster in sozialen Ordnungen. Und das muss man, glaube ich, verstehen, wenn wir über Rassismus sprechen. Ja, es geht um diese Konstellation. Rassismus als zentrales Element einer solchen sozialen Hierarchisierung von Gesellschaft. Drei Probleme, die ich gerne ansprechen möchte. Erstens, dass man Rassismus als gesellschaftliches Problem in Deutschland wirklich sehen muss. Zweitens, ganz konkret, Rassismus und die Rechtswissenschaft. Da möchte ich nochmal drei Probleme hervorheben. Und dann möchte ich auch sagen, was zu tun ist, aus meiner Sicht. Das ist natürlich ein persönliches Statement. Rassismus ist ein Problem. Erstens, der Jahresbericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Anfang Juni herausgegeben, berichtet hier von den Anfragen, Beratungsanfragen. Das ist sozialwissenschaftlich ein nicht sehr belastbares Datum. Das werde ich gleich sagen. Aber es zeigt, dass von den 3.500 Anfragen die Mehrzahl sich auf Rasse und ethnische Herkunft beziehen. Das ist also sozusagen mittlerweile seit längerer Zeit, Sie sehen seit 2017, keine Koinzidenz hier, seit längerer Zeit ist das der Spitzenreiter. Es gibt eine Studie,
Diskriminierungserfahrungen in Deutschland, die methodisch natürlich deutlich besser ist. Und wenn Sie oben sehen, vielleicht können Sie das sehen, von knapp 1000 Befragten in dieser Studie haben im Rahmen des Befragungszeitraums 8,4% hier diskriminierende Erfahrungen gemacht aus Gründen der Rasse und ethnischen Herkunft. Auch hier wieder wichtig, das sind subjektive Diskriminierungserfahrungen. Ob das auch juristisch relevante Diskriminierungen sind, ist wieder etwas anderes. Aber es zeigt schon einmal, dass wir aufmerksam sein müssen. Es zeigt, dass es 8,4% ist relevant. Und wenn man noch genauer hinschaut und eine sozialwissenschaftlich und juristisch problematische Kategorie benutzt, nämlich die von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, dann sehen wir, dass von den Menschen mit zugeschriebenen oder eigenem Migrationshintergrund 23,2% hier eine solche Diskriminierung erfahren haben. Das ist wirklich etwas, was den Finger zeigt, wir haben ein Problem. Also die Tatsache, es gäbe keine, stimmt nicht. Ich hätte eine Reihe von Fällen mitgebracht, ich könnte vielleicht in der Diskussion darauf eingehen. Darauf verzichte ich einfach. Rassismus ist ein Problem in Deutschland. Zweitens. Was hat die Rechtswissenschaft damit zu tun? Ja? Das ist sozusagen etwas, worauf ich mich jetzt konzentrieren möchte. Das heißt ja White Spots im Jurastudium. Ja? Welche drei Probleme möchte ich bringen? Erstens, das ist dieser Aufsatz, den Ruprecht vorhin angesprochen hat, Herr Bongartz von Amadou im Verfassungsblog. Wenn Sie den noch nicht gelesen haben, bitte googeln und lesen, es lohnt sich. Und was hat Amadou hier gemacht und was hat er heute auch gemacht? Auf einer viel schöneren Höhe, als ich es gemacht habe. Sie sehen, in Bayreuth ist man nicht in diesen Höhen unterwegs wie in Hamburg. Was er da gemacht hat, er hat auf ein Problem hingewiesen. Und ein gemeinsamer Kollege von uns, Fabian Steinhauer, hat in seinem Blog etwas sehr Schönes dazu gesagt. Ja? Und er sagt, es gibt Juristen, die von diesem Problemhinweisen überfordert sind. Ja? Und die sagen dann, du Amadou, du bist derjenige, der die Welt spaltet. Die Welt war doch ganz, ganz und es war doch alles in Ordnung. Aber jetzt spaltest du sie und du machst uns das Problem. Und dann sagen die meisten noch, es gibt ja gar kein Problem. Ja? Das ist doch dein Problem, ist nicht unser Problem. Wenn das so ist, dann haben wir aber erst richtig ein Problem. Und dieses Zitat, glaube ich, von Fabian, das trifft ein bisschen zu. Was sind die Probleme, die ich adressieren möchte? Und es ist mir ganz wichtig, dass es eine sehr subjektive Fokussierung ist, die ich jetzt bringe. Ja? Es ist eine subjektive Fokussierung, die ich ein bisschen nachgedacht habe. Ich glaube, dass ich sie verteidigen kann. Vielleicht wird sie ja angegriffen und dann muss ich sie verteidigen. Und dann schaue ich mal, ob ich das tun kann. Erstens. Es hat was mit Lehrenden und Studierenden zu tun. Schauen Sie sich um, es gibt nicht so viele Personen of Color, die in deutschen Fakultäten unterrichten. Wir haben in Bayreuth jetzt einen Kollegen, der einen Chair für African Legal Studies hat. Der kommt aus England, ursprünglich aus Malawi und ist schwarz. So, aber der unterrichtet African Legal Studies, sodass es sozusagen naheliegend war. Wenn wir uns mal anschauen, große Fakultäten, ich rede jetzt mal von München oder Köln, oder die sich ja als Leitfakultät verstehende Berliner Humboldt-Universität, die glaubt so divers zu sein, aber sehr, sehr einseitig ist in ihrer Sache. Diese große Leitfakultät, wenn Sie sich die Studierenden anschauen in der Berliner Humboldt-Universität, die ist sehr divers. Ja? Wir haben sehr diverse Studierendenschaft an großen Universitäten, großen Städten. Schauen Sie sich mal die Professorinnen und Professorenschaft an. Ja. Da ist von der Diversität ihrer Studierendenschaft nichts zu sehen. Also das ist etwas, in Bayreuth ist unsere Studierendenschaft nicht sehr divers. Das hat viele Gründe. Wir sind an Lehrenden auch nicht sehr divers. Wir haben Fortschritte gemacht, was Frauenbeteiligung betrifft. Wir sind aber, was sonstige Diversitätsaspekte betrifft, nach wie vor nicht dort. Wir haben nicht Person of Color, wir haben auch nicht Kolleginnen, die einen türkischen Background haben, die hier Erfahrungen mitbringen könnten, die unsere Studierenden bereichern könnten. Wir haben hier wirklich aufzuholen. Zweites, das Jurastudium, und das ist etwas, was Amadou vorhin gesagt hat, das Jurastudium ist insofern ein weißer Raum, weil es vom Weißsein als Normalität, als Default Rule tatsächlich ausgeht. Da kann ich genau an das anschließen, was er gesagt hat, ja, dass wir hier nicht nur
nicht nur was die Zusammensetzung des Personals betrifft, sondern auch was die Art betrifft, wie wir dieses Jurastudium organisieren, wie wir es angehen. Das ist ein zutiefst weiß geprägter Raum. Und wenn man einmal in Amerika studiert hat und wenn man durchaus weiß, dass Law Schools sich bemühen, hier solche Sachen aufzubrechen, das tun sie nämlich wirklich, dann merkt man das sehr viel deutlicher, wenn man nach Deutschland zurückkommt, dass hier, was Themen betrifft, was Zugänge betrifft, was Formen der Diskussion betrifft, hier doch Aufholbedarf bestehen könnte. Ja. Dazu müsste man aber Zeit haben. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Und da möchte ich ein bisschen ausholen, nämlich Gegenstand und Methode. Erstens, was erleben wir? Wir erleben komische Sachen. Wir erleben erstmal Abwehrreflexe, und zwar nachhaltige Abwehrreflexe. Als das AGG damals in Kraft getreten ist, 2006, da war ich gerade am Anfang auf Suche eines Habil-Themas und fand das so irritierend, dass sehr viele Privatrechtler, aber nicht nur, es gab auch eine Reihe von Öffentlichrechtlern, die hier den Untergang des Abendlandes haben kommen sehen. Also es wurde unglaubliche Sachen mobilisiert. Ja. Die Vertreter, die das einführen wollten, wurden mit den französischen Jakobinern verglichen. Also es wurde wirklich scharf geschossen. Das haben Sie zuletzt auch wieder erlebt, als über das Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin gesprochen wurde. Da gibt es eine Beweislastregelung. Erstens ist das LRDG das erste Gesetz auf Landesebene, was den unionsrechtlichen Auftrag in den beiden Diskriminierungsrichtlinien, vor allen Dingen in der Richtlinie 2043 EG, das landesrechtlich umzusetzen, auch mal nachkommt. Wir haben hier eine Beweislastverteilung, die über die unionsrechtlichen Vorgaben hinausgeht. Das kann sie aber. Aber da wurde sofort, wenn Sie die politische Diskussion und auch teilweise die rechtswissenschaftliche Diskussion verfolgt haben, da wurde sofort mit Nebelkerzen wieder geschossen, als ob das auch wieder der Untergang des deutschen Polizisten wäre und die Bayern senden jetzt keine Polizisten mehr nach Berlin, ja, weil die dann ja haften müssten. Ja. Ein bisschen Dogmatik zum Staatshaftungsrecht, hätte ihr nicht geschadet, aber der Seehofer kann es halt nicht. Dann, nächster Punkt, wenn wir in die Horizontalwirkung des Artikel 21 Grundrechtecharta denken, ja, steht gerade am Bundesverfassungsgericht an, zweiter Senat, bei dem wild gewordenen Peter Huber, ja, der momentan, das ist die nächste Kanone, auf die er schießen wird. Auch da wird ein großes Problem wieder konzipiert, ja. Und dann schließlich, wenn alles nicht mehr hilft, kommt man mit der Political Correctness um die Ecke. So, wir haben einerseits jetzt eine unglaubliche Mobilisierung gegen Bereiche des Privatrechts, wo wir diese Kontextualisierung einbringen können. Gleichzeitig, das ist wahnsinnig irritierend, gleichzeitig erleben wir einen unglaublichen Verharmlungseffekt. Ja? Das wird als irgendwie Gedöns bezeichnet, das wird nicht ernst gemacht, das sollen Schwarze und Schwule machen und Frauen, ja? Die drei können das machen, ja? Aber die richtigen heterosexuellen Juristen, die machen klassisches Wirtschaftsrecht. Ja? Also man nimmt es nicht ernst. Was aber merkwürdig ist, weil man zuerst mit den Kanonen anfängt zu schießen. Also, aber man nimmt es nicht ernst, man drängt es aus Studienbereichen ab. Es ist etwas, was man nicht wirklich ernst nehmen kann. Und das wird auch signalisiert. Das Personal, das das macht, das Personal, das vor allen Dingen über diese Fragen sich diskutiert, die diese Fragen als zum Thema setzt, das sind eben sozusagen meistens Angehörige von Minderheiten selbst. Ja? Und das ist immer so ein bisschen eine schwierige Herausforderung. Und das ist auch immer nicht immer ganz fair. Warum soll man sozusagen als Person of Color das gerade thematisieren. Ja? I have enough on my shoulders, dass ich das jetzt auch noch tun muss. Ja? Es wäre also wichtig, diese Verharmlosungseffekte aufzubrechen, um zu zeigen, hey, da spielt eigentlich die Musik, da sollte man reingehen. Und dann komme ich zum Punkt, den Amadou auch schon angesprochen hat, nämlich die Rechtsdogmatik. Ja. Er hat es sehr schön genannt mit dieser unpolitischen, mit dieser Neutralität und der vermeintlichen, ich betone vermeintlichen, des vermeintlichen unpolitischen Daseins der Rechtsdogmatik, die sich sozusagen auf einen strictly legal point of view zurückzieht, innerhalb dieser sehr schönen Maskerade allerdings knallhart politisch sein kann. Ja. Das ist ja das Problem dieser Rechtsdogmatik. Was wir brauchen, aus meiner Sicht, was ist jetzt zu tun? Wenn man das als Problemidentifikation akzeptiert, worüber man streiten kann, möchte ich genau auch einen Vorschlag zu diesen drei Punkten jeweils bringen. Was das Personal betrifft, brauchen wir mehr Diversität. Das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Gestern habe ich einen Artikel wieder gelesen, wo sich jemand in der FAZ darüber beschwert hat, dass in Deutschlandfunk mehr Beteiligte auf Person of Color verlangt wurden in einem bestimmten Bereich und dann hat der Redakteur einfach gesagt, ja, es gibt sie einfach nicht.
Naja, das Argument kennen wir. Beim Aufsichtsrat gab es auch nie Frauen, die getaugt haben. Ja? Bis Professorinnen und Universitätspräsidentinnen werden durften, hat auch ein bisschen gedauert. Aber es gibt sie. Ja? Erstaunlicherweise gibt es sie. Ja? Also wir müssen nur hier Strukturen schaffen. Und ich glaube auch, was die Institution Jurastudium betrifft, ja? Wir müssen hier deutlich stärker Zugangsbarrieren abbauen. Ja? Das betrifft Fakultäten wie die meine ganz besonders, wo wir tatsächlich solche Probleme haben möglicherweise. Wir müssen aber breiter streuen und wir müssen attraktiver werden für Personen, die nicht das traditionelle juristische Klientel sind, wo nicht schon Papa oder Mama Richterinnen oder so waren. Ja? Personen, die aus anderen sozialen Schichten kommen, das ist so zentral für das Jurastudium, weil wir eben mit rassistischen, ethnischen und sozialen Schichten sehr häufig Überlappungen erleben. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, das ist ein Long-Term-Project, aber da müssen wir tätig werden in Outreach und das betrifft auch uns, gerade uns als Professorinnen und Professoren an der Spitze. Was hat Gegenstand und Methode zu tun? Auch da hat Amadou schon was gesagt und wie sozusagen, ich kann mich da nur anschließen, ich versuche es ein bisschen anders. Reflexion der eigenen Vorverständnisse, das ist seit Josef Esser wirklich bekannt. Ja, aber man kann es den deutschen Dogmatikern nicht oft genug sagen, dass sie ihre eigenen Vorverständnisse reflektieren sollen. Und Vorverständnisse sind auch tatsächlich, und wenn man Rechtsvergleichung betreibt, merkt man auch, dass Vorverständnisse höchst privater Art sein können. Ja, wenn ich mich in rechtsvergleichender Perspektive für bestimmte Sachen interessiere, dann tue ich das, weil ich bin, weil ich eine bestimmte Sprache spreche, weil mich bestimmte Themenzugänge interessieren. Und genau das ist es auch in der Wissenschaft. Ja, das müssen wir reflektieren und dadurch können wir möglicherweise besser werden. Und wenn wir das reflektieren, können wir mehr Perspektiven einbauen. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir tun sollen, taking the issues seriously. Also das ist jetzt eine politische Sache, aber eine Rassismusstudie der Polizei abzusagen, ist natürlich das völlig falsche Signal. Ja? Im Jurastudium sagen, wir haben diese Probleme nicht, wir sind ja keine Rassisten. Das ist das falsche Signal, sondern wir operieren an diesen Entscheidungen immer. Wir alle tun es und wir müssen es uns ernst machen, dass wir es tun. Und wir müssen diese Materien auch wirklich ernst besetzen und wir müssen in einer bestimmten Wertung schreiben. Wir müssen diese Materien interessant machen, damit sie auch sozusagen für Leute zum Gegenstand von Forschung werden, die möglicherweise sonst nicht dazu kommen, weil sie nicht eben ein persönliches Interesse haben. Wenn uns das gelingt, dann sind wir sehr viel weiter. Was wir also brauchen, um dieses enge, unreflektierte, dogmatisch Verständnis aufzubrauchen. Und das ist mein Ceterum censeo. Die Leute, die mich kennen, wissen das. Wir brauchen eine reflexive oder eine responsive Rechtswissenschaft. Reflexiv, ein schönes Zitat von Susanne Beer, Richterin am Bundesverfassungsgericht aus ihrem Rechtssoziologie-Lehrbuch. Es geht also nicht darum, nur um die bessere Anwendung zum Recht. Das ist schon wichtig genug, ja, das ist wichtig. Aber das ist nicht alles, was wir tun, ja, sondern wir dürfen Recht nicht nur als gegeben hinnehmen, sondern wir müssen auch fragen, warum gibt es welches, was bedeutet das, was bewirkt es? Das ist ganz zentral in diesen Kontexten. Welche Akteure prägen es denn? Wie wird es geprägt? Diese Fragestellungen müssen wir als rechtswissenschaftliche Fragestellungen ernst nehmen. Und wir nehmen sie ernst, wenn wir, das ist etwas, was ich seit einiger Zeit versuche zu tun, wenn wir hier eine moderne Form von soziologischer Jurisprudenz betreiben, die tatsächlich die Umwelten des Rechts im Blick nimmt, sich dafür sensibilisiert und das Recht produktiv irritiert. Vielen Dank.